Es gibt für wirtschaftsorientierte Personen vermutlich keinen Job, der so beliebt und so kompetitiv ist wie das Private Equity. Um dir das Ganze vielleicht mal in Zahlen darzustellen. Bei dem US Private Equity Fund Blackstone haben sich für dieses Jahr 62.000 Personen für die Analystenstelle beworben und am Ende des Tages haben nur 169 Personen ein Angebot erhalten. Das entspricht einer Zusagequote von 0,27%, was mehr als 10-mal so hart ist wie die Zusagequote bei der Elite-Uni Harvard, die ca. 3,3% beträgt. In diesem Video möchte ich dir daher mal einen Überblick darüber geben, was genau Private Equity ist, warum es so viele wirtschaftsinteressierte Personen gibt, die in diese Branche rein wollen und was meine Tipps für dich sind, wenn du ebenfalls später mal in Private Equity arbeiten möchtest. Private Equity an sich ist eigentlich nichts anderes als eine Art und Weise, sein Kapital zu investieren, und zwar in Equity, also in Eigenkapital von Private Companies, also in Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Daher der Begriff Private Equity. Was ist der Vorteil davon, sein Geld in Private Equity zu investieren? Das erklärt dir jetzt mal unser Coach Julian Popov, der selber bei einem mittelständischen Private Equity Fund arbeitet und unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserer Karriereberatung ebenfalls auf eine Karriere in Private Equity vorbereitet. Ist adjusted eigentlich eine stetige Outperformance von Private Equity gegenüber Public Peers gehabt, abzüglich aller Kosten. Und da ist natürlich der erste Punkt der Return. Er ist höher, wenn du auf den Median schaust. Ja. Klar kannst du Pech haben und kannst irgendwie einen Fund erwischt haben, der sich vielleicht irgendwo verschätzt hat. Aber wenn du sagst, in der Portfoliosicht, ich streue das, dann hast du eigentlich eine stetige Outperformance gehabt über einen sehr langen Zeitraum. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Leute in Private Equity investieren oder immer mehr Pensionskassen, Versicherungen, weil einfach eine Überrendite da ist. Was ist jetzt? Nothing comes for free, oder? Mhm. Das Geld ist natürlich gebunden. Also die Liquidität ist natürlich nicht so wie am Public Market, dass man das einfach verkaufen und kaufen kann, wie es gerade passt. Es gibt Sekundärmärkte, aber das ist nicht so wie eine einzelne Aktie. Das heißt, wenn ich keine Constraints habe von meiner Liquidity und sage, hey, mir ist es egal, ich brauche jetzt in den nächsten Jahren das Geld nicht, dann macht es Sinn. Durch diese hohen Renditen, die von Private Equity Funds erwirtschaftet werden können, werden immer mehr Gelder aktuell in Private Equity Funds investiert, wodurch natürlich die Fonds immer größer werden und zusätzlich dazu auch neue Fonds entstehen. Und auch das allgemeine Bild, dass das Thema Private Equity in der Öffentlichkeit genießt, wird aktuell immer besser und immer mehr Unternehmen sind bereit, auch Private Equity Investoren mit an Bord zu holen. Früher war das Thema Private Equity ziemlich problematisch angesehen, aber auch dazu hat unser Coach Julian eine ganz klare Meinung. Funktioniert eigentlich gar nicht. Das war vielleicht in den ganzen Anfängen von Private Equity so, aber eigentlich die meisten Funds, außer es sind vielleicht Restrukturierungsfunds, weil die Firma zu einem gewissen Teil auch schon kurz vor 12 ist, die sind auf Wachstum orientiert. Das heißt, man schaut auf Firmen, die das Potenzial haben, den Markt out zu performen. Und dann kann man natürlich seine kommerziellen Ideen haben, warum diese Firma jetzt noch mehr Potenzial hat und wo man vielleicht auch, und das ist, glaube ich, der Punkt, der selten betont wird, wo der Private Equity Fund auch Mehrwert liefern kann. Es ist ja nicht so, dass es hier nur um Geld geht, weil Geld gibt es mittlerweile am Markt genug. Du findest einen Fonds, der dein Unternehmen kaufen will, wenn du in einer attraktiven Nische bist. Aber auch der Fonds geht mit den, sag ich mal, Unternehmern eine gewisse Partnerschaft ein. Mhm. Und man ist da dann in gewisser Weise co-investiert. Das heißt, man muss auch, das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, da ist so eine gewisse Misconception, was Private Equity macht. Ja, wir kaufen Anteile an privaten Unternehmen. Das sind oftmals auch Nachfolgelösungen, wo Founder-Familien vielleicht keine Nachfolge selbst aufbauen können, weil die Kinder was anderes machen wollen und brauchen dann eine Übergangslösung, um mit einem Partner das Unternehmen nochmal auf eine andere Stufe zu bringen. Und genauso kann das auch in anderen Fällen sein, wo man sich einfach einen Partner sucht, um zum Beispiel kleinere Akquisitionen zu tätigen mit neuem Kapital, um dann einfach eine andere Plattform zu haben. Und da gibt es verschiedene Wege, um da das Wachstum zu beschleunigen. Das heißt, als Private Equity Investor ist es dein größtes Ziel, das Unternehmen, was aufgekauft wurde, zu neuem Wachstum zu bringen, sodass du es nach einigen Jahren für noch mehr Geld
weiterverkaufen kannst. Und das ist auch so der erste Grund, warum es viele wirtschaftsorientierte Personen in den Bereich Private Equity zieht, weil es einfach ein sehr, sehr spannendes Arbeitsumfeld ist. Du agierst wirklich auch als Unternehmensinhaber. Teilweise gehst du sogar aktiv in die Geschäftsführung von dem Unternehmen, was du aufgekauft hast, und kannst es somit mit deinen eigenen Ideen mitgestalten und somit auch als noch relativ junge Person wirklich Verantwortung übernehmen und deinen Fußabdruck hinterlassen. Der zweite Grund, warum es viele Leute ins Private Equity zieht, sind definitiv die sehr, sehr attraktiven Gehaltsmöglichkeiten. Dadurch, dass Private Equity Funds im Durchschnitt wirklich sehr hohe Renditen erzielen, haben die Mitarbeiter des Funds auch die Möglichkeit, an diesen sehr, sehr guten Renditen zu partizipieren. Und wie genau das funktioniert und warum man damit sogar im Private Equity bis zu 8-stellige Summen pro Jahr verdienen kann, das erklärt euch jetzt mal Moritz Bayer-Lenz, der im Venture Capital eine Unterform des Private Equities aktuell arbeitet. Du hast dein Basisgehalt, was auf Partnerlevel in der Regel schon 7-stellig ist. Du hast dein Carry, was ein Vielfaches deines Basisgehalts ist, unter der Annahme, dass das Funds stark weiter performen. Und du hast dann obendrauf zusätzlich die Dynamik, dass neue Funds geraced werden. Und das quasi alle 2 bis 3 Jahre, wieder unter der Annahme, dass der Fund gut performt, dass das Fundraising weiter stattfindet, dass die neuen Funds auch wieder gut performen, hast du dann zusätzlich noch die Dynamik, dass sich das Carry von den Funds, sag ich mal, alle 2 bis 3 Jahre dann auch noch staggert, weil eben alle 2 bis 3 Jahre ein neuer Fund dazukommt. Das kann tatsächlich also heißen, dass wenn du den Job jetzt 6, 7 Jahre machst, heißt nicht nur, dass du nicht nach 7 Jahren auch schon eigentlich fast vollständig gewestet bist in deinem ersten Fund, du obendrauf auch schon wieder anfängst, teilweise zu westen in die zweite Generation oder die dritte Generation der Funds, die du nun bei dieser Firma mitbetreust und aus denen du investierst. Das heißt, du kannst dann zu dem Zeitpunkt, kannst dann tatsächlich schon sein, dass du Und das ist also immer unter der Annahme, dass Funds extrem gut performen und dass sich auch auf Firmenlevel alles weiterentwickelt. Aber du kannst dort schon dann im 8-stelligen Millionenbereich landen, was jährliche komplette Vergütung angeht. Du hast es vermutlich noch mehr Lust darauf bekommen, später einmal im Private Equity zu arbeiten. Jetzt stellst du dir die Frage, wie gelingt dir ein Berufseinstieg im Private Equity? Ich selbst kenne in meinem persönlichen Umfeld viele Private Equity Investoren, die nach einer Zeit, nachdem sie im Private Equity gearbeitet haben, auch immer mehr eigene Investments nebenbei machen und sich so nach und nach ein immer größeres Vermögen aufbauen können und dadurch auch ihre eigene Arbeitszeit viel besser steuern können. Natürlich ist der Arbeitsalltag im Private Equity alles andere als Sonnenschein und vor allem bei den richtig großen US-amerikanischen Private Equity Funds kann es definitiv sein, dass du genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr als bei einer großen Investmentbank arbeitest und also wirklich 80, 90, 100 Stunden Wochen hast. Aber es gibt auch mittelständische Private Equity Gesellschaften, wo du ebenfalls ein sehr attraktives Gehalt haben kannst, großen Impact haben kannst, wo die Arbeitszeiten schon attraktiver sind als beispielsweise im Investmentbanking oder auch als in der Strategieberatung. Das bedeutet, du hast es vermutlich noch mehr Lust darauf bekommen, später einmal im Private Equity zu arbeiten. Jetzt stellst du dir die Frage, wie gelingt dir ein Berufseinstieg im Private Equity? Die meisten der führenden Private Equity Funds haben also ganz klares Auswahlkriterium, dass die Personen, die bei ihnen anfangen, zuvor Arbeitserfahrung entweder bei einer Top-Investmentbank oder bei einer Top-Strategieberatung gesammelt haben. Das heißt, es gibt ganz, ganz klar die Tendenz, dass manche Private Equity Funds beispielsweise sagen, okay, wir stellen nur Leute ein, die davor bei Goldman Sachs, bei Morgan Stanley, bei JP Morgan, bei Barclays oder Bank of America gearbeitet haben. Und es gibt manche Private Equities, die stellen zum Beispiel nur ex-BCG, McKinsey oder Bain & Company Beraterinnen und Berater ein. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wenn du vorhast, im Private Equity zu arbeiten und wenn du vorhast, dir die größtmögliche Auswahl an verschiedenen Private Equity Funds offen zu halten, dann geh erstmal den Pfad, Berufserfahrung zu sammeln, entweder bei einer Top-Strategieberatung oder was tendenziell, wenn du dir wirklich alle Wahlmöglichkeiten offen halten möchtest, noch mehr Sinn macht, die Erfahrung zu sammeln bis zu einer Top-Investmentbank.
Um das wiederum zu schaffen, brauchst du sehr gute Noten, solltest am besten an einer renommierten Universität studieren und solltest auch früh beginnen, deine ersten Praktika zu machen. Denn man kann nicht einfach ohne vorherige Praxiserfahrung bei einer Top-Investmentbank oder bei einer Top-Strategieberatung anklopfen und fragen, ob man dort mal ein Praktikum machen kann, sondern bereits vor diesem Praktikum bei dieser Top-Investmentbank oder Top-Strategieberatung solltest du ebenfalls viele vorherige Praktika gemacht haben. Genau hierbei helfen wir unseren Klientinnen und Klienten in unserer Karriereberatung. Das heißt, du kannst mit Coaches wie dem Julian und vielen anderen erfahrenen Coaches zusammenarbeiten, die dir genau erklären, wann du welches Praktikum machen musst, was du in deine Bewerbung schreiben musst, wie du dich bestmöglich im Interview verkaufen kannst. Und wir helfen dir natürlich auch dabei, sehr gute Noten zu schreiben, Stipendien zu bekommen, dein Netzwerk auszubauen und, und. Wenn du erfahren möchtest, wie eine Zusammenarbeit mit uns in einem unserer Coaching-Programme für dich konkret aussehen könnte, dann besuch gerne mal unsere Website www.pumpkincareers.com. Die findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und vereinbare einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch, indem du einfach mal das Bewerbungsformular auf unserer Website ausfüllst. Ansonsten findest du natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal hier sehr, sehr viele weitere wertvolle kostenfreie Tipps.